Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2, dem Omnibus Simulator. Wir sind unterwegs von Oberhausen Hauptbahnhof mit der SB 91 nach Gelsenkirchen Rathaus. Ich habe die, ach, die kann ich so nicht raus in die Pause. Ich muss immer erstmal hier klicken. So, nach Gelsenkirchen Rathaus und haben jetzt gerade Gladbeck erreicht an der Haltestelle Vostringstraße und machen uns weiter auf den Weg auf der Gladbeck Map 5.1 Beta. Ach ja, die leuchten richtig, die Gleise hier, ne? Was macht man in so einer Situation? Mit etwas Abstand anhalten. Denn wenn da ein Zug kommt und man steht auf den Schienen, hat man ganz, ganz schlechte Chancen. Hier ist aber auch gar kein Andreaskreuz, hier sind auch keine Baken. Doch, Baken sind hier, aber... Poh, also in Real hätte ich hier doch ein bisschen Schiss. So, wir müssen weiter geradeaus. Ja, Maria-Theresien-Straße, genau, hier müssen wir anhalten. Da steht Anfang Mehrzweckstreifen. Ach, das ist ja interessant. Ist mir, glaube ich, noch gar nicht aufgefallen, oder? Doch wohl. Na, egal. So, könnt ihr rein? Es sieht so schlecht aus. Es tut mir so schrecklich leid. Aber es kommt ja bald der nächste. So. Weiter geht's. Mit dem historischen alten Stadtbus. Aus den 70ern. Den ich so gerne fahre. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass heute mal keine Ansagen sind. Nächster Halt ist Pestalozzi-Dorf. Und das haben wir hier schon zu fassen, richtig? Richtig. Jawohl. Da sind wieder drei Leute, die gerne einsteigen würden. Aber da ja keiner von den Honsels hier drin auf die Idee kommt, auszusteigen, fürchte ich, dass ihr da keine Chance habt. Nichts zu machen. Tut mir leid. Ein kurzes Winkerchen. Langsam ist das frustrierend, dass ich keine Leute mehr einsteigen lassen kann. Und ihr da hinten, seid mal nicht so egoistisch. Lasst auch mal die anderen ein Stück mitfahren. Also, die nächste Haltestelle wird ja aussteigen. Jawohl, Mensch. So, nächster Halt ist Rockwool. Naja. Hilft nix. Hier steigt auch niemand aus. Weiterfahren. Es ist gerade grün. Ah, da kommt jemand. Den muss ich abwarten. Los, fahr. Was machst du denn für einen Schlenker? Bist du besoffen? Da kommt noch einer mit so einem Schlenker. Fährt über den Strich hier. Los, sieh zu. Du Frühblinker. Hoffentlich kriegen wir die Ampel noch. Natürlich nicht. Wenn du hier Slalom fährst, mal die Polizei ansimsen. Die sollen immer anhalten und mal einen Alkoholtest machen. Ja, stimmt doch. So, Rockwool. Da übrigens sehen wir ja diese Strohballen liegen auf dem Hof, also da. Und da hat ja Kevin gesagt, er hatte das gemacht, das sollten eigentlich eben diese Wollrollen sein, die da wohl im Real auch rumliegen. Und ja, die sehen dann wohl ein bisschen anders aus, aber es waren jetzt keine Wollrollen zur Hand. Da hat er eben die Strohrollen genommen. Finde ich auch okay. Ah, wäre gut, wenn man das so ein bisschen einfärben könnte vielleicht. Naja. Naja. Ampel bitte. Ah, da steht schon der Hinweisschild Richtung Oberhof. Dann kommen wir bald nach Oberhof. Ich habe mich nicht informiert. Ich weiß gar nicht so Bescheid. Ich glaube, es ist aber bald soweit. Na, Oberhof fahren wir, glaube ich, auch vorbei. Könnte ich ja einfach mal hier gucken. Wir sind Eigenmarkt, haben wir Hornstraße, Vosbring, Maria-Theresien-Pestalozzi, Rockwool sind wir hier. 10.36 Uhr. Ellinghorster, Tilsitter, Oertel, Wittinger, Aloysius, Bad Stadtbad, Willy Brandt, Goethe. Ach, das ist noch. Das ist ja noch. Ach, je. Das dauert noch Jahrhunderte bis zum Oberhof. Vielleicht fahren wir da auch gar nicht lang. Fahren Goetheplatz? Ja, das weiß ich wohl. Aber gar nicht Oberhof, sondern anders. Ich weiß das gar nicht mehr. So, hier ist nochmal Rockwool. Da brauchen wir ja nicht nochmal anhalten. Das wäre ja doof, ne? Die nächste Haltestelle ist Ellinghorster Straße. Wir sind gut in der Zeit. Trotz der Ampel sind wir noch 0,1 Minute in der Verfügung. Hier ist er ja schon.
Hier will auch jemand aussteigen. So. Dann kann auch jemand rein. Tackchen. Ah, Manfred ist ausgestiegen. Was haben wir eigentlich für eine Temperatur? 23 Grad. Ja, warm genug auf jeden Fall. Bald fangen die das Meckern an. Ich müsste mal die Heizung ein bisschen runterdrehen. Oh, hier ist ein tolles Plakat. Ist das nicht ein wunderschönes Werbeplakat hier? Ich meine das da. Ach, das ist der Spiegel im Weg. Das ist ja doof da. Ja? Muss ich immer wieder betonen. Ja. So, jetzt muss ich gucken. Müssen wir geradeaus oder müssen wir abbiegen? Da muss ich doch glatt mal außen gucken. Gelsenkirchen-Bühr, ja. Wir müssen aber die 91 geradeaus fahren. Gut, machen wir das. So. Ach ja, hier ist das hier mit dieser breiten Haltestelle. Tilsiter Straße ist hier. So heißt die Haltestelle. Hier will niemand raus. Und wie es aussieht, auch niemand rein. Das ist wohl nur ein zufälliger Fußgänger. Denke ich mal, aber mal kurz. Ja, das können wir uns schenken. Gleich weiterfahren. Hier bleiben wir jetzt auf der Busspur und müssen da an der Ampel rechts ab. Die ist zwar grün, gilt aber nicht für uns. Ja, ich weiß, ist unfair, aber... Ah, jetzt hat jemand gedrückt. So, da kann man sie noch sehen. Ich weiß nicht, ich schneide ja ein bisschen weg. Vielleicht seht ihr die Ampel nicht mehr. Dann mache ich das mal so. Ah, jetzt. So. Hier muss ich ein bisschen Bogen fahren, auch mit dem Solobus. Und trotzdem knackeln wir noch da an dem Bordstein. Ja, ja. Ja, Solobus hat so seinen Tücken. Also der Gelenkbus, der kommt manchmal besser durch die Kreisverkehre als der Solobus. Den Eindruck hatte ich auch schon mal einige Male. Ja, Oertelsburger Straße, nächster Halt ist jetzt hier, bitte sehr. Und das scheint sich zu bestätigen, haben auch einige schon gesagt und geschrieben, dass sie mit dem Gelenkbus manchmal besser durch enge Stellen kommen. Komischerweise. So. Weiter. Hier in Gladbeck wollen viele aussteigen. Ist ja interessant. Nächster Halt ist, kann ich noch nicht sehen, da, Wittringer Straße. Und das ist schon hier. Und weil jemand raus will, kann auch jemand rein. Würden drei raus wollen, können alle drei Stewardessen rein. Aber ich glaube, das sind nur zwei. Ich glaube, die wissen das schon, wie viel aussteigen wollen. Morgen. Hallo. Morgen, ihr Zwillinge. Seid ihr Eineige? Sieht so aus. Gibt's viele von ihr übrigens in Omsi. Unheimlich viele künstliche Befruchtungen, glaube ich. Das ist wahrscheinlich, weil das Spiel jugendfrei ist. Wer hat eigentlich Vorfahrt? Ah, hier ist ein Vorfahrt. Ein Vorfahrtsschild, dann dürfte das richtig gewesen sein. Ich war jetzt ein bisschen unsicher. So, nächster Halt. Aloysius-Schule. Die ist schon hier. Ich glaube, das hilft dir nichts, wenn ich anhalte, aber ich tue es netterweise trotzdem mal. Wir sind ganz, ganz, ganz winziges bisschen der Verspätung mit 0,2 Minuten. Ich habe es mir gedacht, dass es hier nichts bringt. Weiter geht's. So, wir müssen jetzt... Umleitung interessiert nicht, weiter geradeaus fahren. Ja, toll. Ach so, nur für die Busspur gilt die Ampel. Genau, wir können ja über die Autoampel grün nehmen. So, nächster Halt ist Stadtbad. Also alle, die schwimmen gehen wollen, sollten hier aussteigen. Beim Stadtbad. Da sind wir ja dann schon bald am Goetheplatz. Das ging jetzt relativ zügig, weil hier die Haltestellen relativ eng beieinander sind. Hier stehen schon keine Leute mehr, weil die wissen, in der Linie heute können wir eh nicht einsteigen. Der ist voll. Ja, ist so. So, wer steigt denn da aus? Ich sehe nichts. Hat doch wer gedrückt? Nun ja, mir soll's Latte sein. Und wieder... Ja, war die Tür nicht auf, oder was?
Naja. Nächster Halt ist, kann ich noch nicht sehen. Komm, zeig's. Ich glaube, Willy Brandt, ja, genau. Willy Brandt-Platz. So. Und das ist hier. Willy Brandt-Platz. Da sind wir doch auch schon direkt am Goetheplatz, ne? So, jetzt muss ich aber mal gucken, ob das mit den Türen da auch alles richtig ist, da hinten. So, da wollen definitiv Leute raus. Ich mach die Türen mal auf. Hallo. Hallo. Ja. Wieso steigen jetzt so viele aus? Ach, weil das hier beim Goetheplatz ist, vermute ich, ne? Ach, da will jemand eine Kurzstrecke fahren. Muss ich mal nach vorne. So, du möchtest eine Kurzstrecke haben. Okay, die kostet, Moment, für Kinder. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Ja, kannst du dich mal ein bisschen gedulden? Kurzstrecke, Einzelticket, Einzelticket. Kurzstrecke, Kind da, 1,50. Dankeschön. Ich musste doch erstmal gucken. Sei doch nicht so ungeduldig, Kind. Ist doch noch nicht kurz vor Weihnachten, Mensch. So. Okay. Ist richtig, dass ich da jetzt, ich guck vorsichtshalber nochmal eben. Nein, andersrum. Alle Linien, ja klar, dann Goetheplatz, ne? Okay. Zeit, 0,8 Minuten in der Verspätung. Ich bin gerade gegen das Mikro gehauen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wenn, ja, Entschuldigung. Aber wenn es kratzt an der Backe, kann das passieren, dass man da ganz psychomotorisch hingreift und dann macht das plopp. Die 91 ist da die hintere Haltestelle. Diese hier. Wir sind Goetheplatz. So. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Aber klar, kriegst du eine Fahrkarte. Guten Tag. Was steigen, also sind so viele ausgestiegen. Was kostet die 2,50 und 2,50 zurück? Wunderbar. Wie voll ist der Bus jetzt? Reichlich, aber nicht ganz, würde ich sagen. Ich dachte schon, da meckert jemand, aber das ist allgemeines Gemüse. So ein paar Sitzplätze sind sogar noch frei. Ist relativ voll, aber noch nicht hoffnungslos. Wie sieht die Zeit aus? Minus 1,5 Minuten. Ja, hier ist so ein bisschen Terminus so, ne? Also, Türen zu. Ich fahre aber schon los. 1,5 Minuten bietet einen ganz guten Puffer. Ich glaube nämlich genau, dass wir jetzt nicht nach Oberhof fahren, sondern geradeaus weiter. Aber sicher bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht, oder? Schauen wir mal. Ja, wir müssen geradeaus, genau. So. Oh, jetzt fällt der Scheiße. Ja. Ich bin... Also mit den Gelenkbussen bin ich hier ganz gut durchgekommen. Und hier ist jetzt irgendwie... Wir müssen gleich meckern, ey. Mann. Wer meckert denn schon, wenn der Busfahrer mit dem Hinterreifen mal über den Bordstein fährt? Langsam. Huh? Wer meckert denn dann schon? Es sei denn, man wird so durchgeschubst, dass man fast bis an die Decke springt. So, nächster Halt, Bahnhof Ost. Da steht niemand. Es will auch niemand raus. Doch, da steht jemand. Gerade noch gesehen. So, zack, zack, zack. Ja, Ihnen auch einen wunderschönen guten Montagmorgen. Puh! Stoffel-Liese. Ach ja. Nächster Halt ist die Erlenstraße, die da wohl hier ist. Ist sie das? Ist sie das? Das ist die Erlenstraße. So, bevor ich die Fahrgäste reinlasse... Wer hat da gemeckert? Was war? Hä? So, scharf gebremst oder was? Mache ich nur die Haltestellenbremse rein und drücke die
Pause rein und sage, die Zeit ist abgelaufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, dass da morgen ist. Bis dann, bye bye, tschüssi.